Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 7. Wir wollen mal kurz so eine kleine Zwischenfrage machen. Es sind jetzt nur noch zwei Panel auf dieser Bühne. Wer hat denn noch mehr als 20% Akku heute? Mal kurz, ein, zwei, jawohl. Über 15 Leute, das heißt, ihr könnt dann auch schön nachher mitdiskutieren unter dem Hashtag MCB18 und könnt auch gerne Fragen ans Panel stellen. Denn jetzt wird es ein bisschen anschaulicher. Es ging den ganzen Tag nur um Algorithmen, Digitalismus, wie er die Welt irgendwie verändert und auch, was es mit dem Journalismus macht. Und dieses Panel hier, das sind die Leute, die tatsächlich Tools für den Journalismus erfinden, wie er einfacher zu gestalten ist und wie er produktiv tatsächlich in die Zukunft zu führen ist. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich zum Panel Medial Digital Genial, Erfindung für den modernen Journalismus. Als erstes Rebecca Ahlen. Rebecca hat erst in London ihr Jurastudium absolviert, dann ist sie bei ZDF und Arte gelandet. Wieso sind eigentlich alle Medienwissenschaftler auch immer Rechtswissenschaftler? Dann bei der UFA eine steile Karriere gemacht als New Media Producer, zuletzt als Head of Digital, hat Formate für Funk mitentwickelt, zum Beispiel der Wedding kommt und unterrichtet auch an der Filmuniversität Konrad Wolf und ist seit 10 Tagen die Standortleitung vom MIZ Babelsberg und deswegen großen Applaus für Rebecca Ahlen. Dann haben wir den Wissenschaftsredakteur und Erfinder Jakob Vicari. Und zwar 2015 hast du mit deiner Sensor-Story am MIZ das Formatfestival gewonnen und wurdest damit dann tatsächlich auch Wissenschaftsjournalist des Jahres. Du hast für den WDR das Projekt Superkühe mitentwickelt. Da kannst du uns gleich noch ein bisschen was erzählen, um dass es wirklich viel Medienecho gab. Und dann wurdest du auch noch für den Nannenpreis nominiert für das Projekt Swiss Leaks, wo einer aus einer Schweizer Bank ein Whistleblower war und ja, auch dafür viel Medienecho bekommen. Aktuell entwickelst du das smarte Nachrichtenmöbel S-Mirror, da werden wir auch gleich noch ein bisschen was zu hören, und arbeitest mit Tactile News daran, Nachrichten auf Spielzeuge zu bringen. Herzlich willkommen, Jakob Vicari. Bernhard Scholz ist hier zusammen mit Julia Köberlein. Die beiden gründeten Context Lab, ein Startup, ein Münchner Medien-Startup und eine Software, die es Journalisten leichter machen soll, ihre Inhalte zu publizieren und sich auf das Eigentliche zu konzentrieren. Ihr habt auch das Online-Format Context und diese ganze Software hilft auch Unternehmen, zum Beispiel der UNO, die arbeiten mit eurem Programm oder auch anderen Bildungseinrichtungen, alles verständlich darzustellen. Außerdem, Julia, du hältst ab und zu auch gerne mal Vorträge bei TED. Das musst du uns mal erklären, wie man da reinkommt auf jeden Fall. Und ja, wir freuen uns sehr, dass die beiden von MADAM, ich spreche es einmal aus, Multi-Advanced Digital Assessment Management da sind. Herzlich willkommen, Julia Köberlein und Bernhard Scholz. Dankeschön. So, jetzt aber genug gelobt preist. Rebecca, bevor es mit den einzelnen Projekten tatsächlich losgeht, erzähl doch mal, was macht denn das MIZ eigentlich? Also, das MIZ ist, wie der Name schon sagt, das Medieninnovationszentrum in Babelsberg. Das vermittelt einerseits Medienkompetenz und andererseits, wie der Name schon sagt, fördert Medieninnovationen. Also Innovationen im Medienbereich, insbesondere im Bereich Journalismus, unter der Rubrik Rethinking Broadcasting. Das heißt, für Startups und Studierende, aber auch für Medienprofis, also Journalisten, was auch immer, werden Projekte gefördert, die sich damit auseinandersetzen, wie kann der Journalist von morgen oder vielleicht schon von heute quasi weiterarbeiten, sich weiterentwickeln, neue Businessmodelle gründen, aber auch natürlich auch neue Erzählwege auserproben. Genau. Hier sind ja zwei Erfolgsprojekte, die erst bei euch angefangen haben, dann haben sie sich weiterentwickelt, haben auch auf den Markt geguckt, was muss da irgendwie gemacht werden, aber Struktur aus? Ruft man einfach an und sagt, ey, wir brauchen Geld? Oder ich weiß, dass zum Beispiel bis zu 50.000 Euro fördert ihr Projekte. Wie kann man sich da, wie kommt man da ran? Also wir haben verschiedene Kategorien. Wir haben
wir haben für Medienprofis haben wir diese Förderung für 50.000 Euro, die setzt sich verschieden zusammen. Aber allen voran, ja, man kann theoretisch anrufen, aber wir machen immer wieder Aufrufe und machen Förderrunden. Dann werden diese Projekte, die dann ausgewählt werden von unserer Förderreferentin, Verantwortlichen für diese Förderprojekte, einem Beirat von Experten vorgestellt und dann im Einklang mit unserer Gesellschafterin bzw. der MABB. Wir sind eine Einrichtung der MABB. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Genau. Ja. Werden dann diese Projekte gefördert, wenn sie für innovativ genug, für nachhaltig genug, sinnvoll genug gefunden wurden. Und warum ist das so hilfreich oder so sinnvoll? Wo siehst du sozusagen die Probleme am Markt, auch für Journalisten? Wo sind gerade die großen Umbrüche und warum fördert ihr als Einrichtung der MABB? Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange da. Ich fange meine dritte Woche gerade an. Aber ich muss sagen, als ich mich entschieden habe für diese Stelle, habe ich allen gesagt, es gibt tatsächlich nichts Wichtigeres, was ich wüsste, was man machen könnte. Weil wir wirklich gerade in der Situation sind, wo der Markt am Umbruch sind. Ich weiß, dass viele hier wahrscheinlich Herrn Bellot vorhin zugehört haben, wo es auch darum geht, wie sieht der Broadcasting oder öffentlich-rechtliches Fernsehen in der Zukunft aus, im Online-Bereich. Aber was hier noch viel stärker ist, wie sieht journalistische Vielfalt in der Zukunft aus? Das ist einerseits natürlich eine Herausforderung, weil einfach immer mehr online einfach existiert, immer mehr andere Nutzungswege prominent sind. Wir haben eine Gesellschaft, wo ein Teil wirklich komplett seine Nachrichten aus Facebook und Co. Nimmt. Und wie sieht das tatsächlich dann aus für Journalisten aus der Uckermark? Oder wie kann man auch zusehen, dass halt diese Vielfalt weiterhin garantiert werden kann für die Endnutzer? Und wie kann man es leicht machen, dem Journalisten, der immer mehr unter Druck steht, viel abzuliefern für wenig Geld in immer kleiner werdenden Redaktionen, wie kann man ihm das Leben erleichtern, da quasi Content zu produzieren, der gesehen wird? Und das ist natürlich total zentral. Und wir schaffen im besten Falle eine kleine Blase, wo man sich ausprobieren kann, wo die Sachen entwickelt werden kann, wo neue Innovationen gestaltet werden kann, gefördert werden können. Und das ist toll. Du hattest gerade schon das Stichwort helfen und Journalisten auch helfen. Deswegen, Julia und Bernhard, ihr habt euch ja explizit damit auseinandergesetzt, ein Journalist, ja, wenn er Videoreportagen etc. macht, der hat unheimlich viel Arbeit, die Sachen umzurechnen, auf alle Portale auszurechnen. Warum habt ihr euer Tool erfunden? Erstmal vielleicht auch, was ist euer Tool genau? Vielleicht können wir es uns mal ein bisschen angucken. Und warum wolltet ihr das für Journalisten tatsächlich so einfach machen? Also vielleicht fangen wir erstmal an, wie wir überhaupt angefangen haben, überhaupt auf die Idee zu kommen. Und das ist gut. Am Anfang immer genau, den Anfang. Sehr genau. Begonnen hat es damit, dass wir ein eigenes Content-Management-System entwickelt haben, mit dem wir die Idee hatten, komplexe Informationen auf eine neue Art und Weise zu vermitteln. Dass man halt einfach ein neues Format hat, indem man eben visuell zu komplexen Themen nonlinear einen ja sehr individuellen Zugang für verschiedene Nutzergruppen schaffen kann. Ich weiß nicht, ob das schon läuft. Nee, läuft noch nicht. Also es sind quasi Wissenslandkarten, in denen man eintauchen kann und darin dann sehr viele unterschiedliche Informationen zu einem komplexen Thema, wie zum Beispiel dem Krieg in Syrien, sehen kann. Also wirklich die Idee, komplexe Informationen hochwertig so zu vermitteln, dass wo halt einfach ein lineares Format nicht ausreicht. Das Problem, auf das wir dann gestoßen sind, war dann eben... Also so jetzt kommt es, jetzt kann man sich das auch mal angucken, das ist quasi wie so eine digitale Mindmap. Genau, also so sieht der Kontext aus, das ist unser Online-Dossier-Format, kann man sagen. Wir publizieren monothematische große Themen, indem wir dann eben, eben monothematisch sehr vielfältig mit vielen Perspektiven so ein Thema behandeln.
Jetzt haben wir dafür unser eigenes Content-Management-System entwickelt und hatten dann während des Redaktionsprozesses, also da arbeiten dann einige Redakteure dann immer dran, also wir produzieren Texte, wir produzieren aber auch Interviews, das ist ein sehr wichtiger Teil von unserer Arbeit, dass wir eben Experteninterviews mit ungefähr 5 bis 10 Interviewpartnern führen, die wir snippetieren. Dann produzieren wir Grafiken, wir produzieren interaktive Elemente. Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche multimediale Inhalte, die dann auf der einen Seite den Nutzer einladen, halt so ein Thema sehr unterschiedlich und spielerisch zu entdecken und sehr viele Facetten zu entdecken. Für die Produktionsseite von unserer Redaktion bedeutet das aber, dass die alle natürlich online optimiert bereitgestellt werden müssen. Das heißt, so ein Videoformat muss erstmal runtergerechnet werden, dass es halt nicht zu groß ist, dass es online noch gut läuft, dass es auf verschiedenen Browsern gut läuft. Das braucht verschiedene Versionen, je nachdem, wo das ausgespielt wird. Also wir haben verschiedene Orte in unserem Content-Management-System, wo die platziert werden können. Und das haben wir einfach sehr früh gemerkt, ist wahnsinnig zeitintensiv und da gab es einfach kein Tool, das dieser Online-Produktion entsprechend uns gerecht geworden wäre. So, neben dem, dass es auch in unserer Programmiersprache, die Python ist, auch kein Asset-Management-Tool gab, das eben unseren Anforderungen gerecht wurde. Und so entstand dann die Idee, dass wir eigentlich ein integratives Element brauchen, das wir dann eben MADAM genannt haben, Multimedia Advanced Digital Asset Management, das uns eben hilft, diese Daten online optimiert automatisch bereitzustellen. Das heißt, dass ich als Redakteur gar nicht mehr wissen muss, ich muss jetzt dieses Bild in diesen Pixelmaßen irgendwie runterrechnen oder das Video braucht jetzt irgendwie, darf maximal so und so viel Megabyte haben, sondern ich lade einfach die Originaldatei hoch, klicke einfach nur noch an, an welcher Stelle das ausgespielt wird und dann wird das automatisch umgerechnet, sodass ich und auch automatisch die Versionen erstellt, sodass ich als Redakteur mir da einfach keine Gedanken machen muss. Und das spart uns in der Redaktion 80% Zeit ein. So, genau. Das heißt, es gibt eine Oberfläche, da klickt man an, was man braucht, ob es ein Bild ist, ein Video etc. und dann wird alles automatisch umgerechnet. Genau. Genau. Journalisten müssen ja heute auch so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau sein. Man muss super gut Interviews führen können. Dann braucht man noch Photoshop-Kenntnisse, am besten auch noch einen guten Videoschnitt, eigentlich auch noch Kamera, Mobile Reporting auch noch als nächstes. Bernhard, wie kommt denn euer Tool so an? Also bei uns wird es ja für den Kontext verwendet. Das hat sich total eingeschliffen. Das ist super easy zu verwenden. Also das ist wirklich ein No-Brainer für die Redakteure. Und wir sehen eben auch, dass das Tool, wir haben das Open Source entwickelt, das heißt, andere Content-Management-Systeme können das auch einbauen. Und wir sehen, dass das Tool bei Git und bei der Py, auf so Python-Seiten wird das runtergeladen, es wird eingesetzt, es wurde auch schon von der Open Source Community weiterentwickelt, also wir haben da schon Verbesserungsvorschläge bekommen, sind da in Kontakt mit anderen. Wir wissen auch, dass es in Russland beispielsweise in einem Magazin schon eingesetzt wird. Insofern hat sich dieses Projekt auch über unser eigenes Content-Management-System hinaus entwickelt. Wurdet ihr deswegen auch vom Bayerischen Wirtschaftsministerium dafür ausgesucht, dass ihr zu South by Southwest fahren durftet, weil das so gut ankam? Also ich glaube, das war sicherlich eine Kombination aus mehreren Punkten. Das ist ein integrativer Bestandteil von dem, was wir bei Context Lab machen. Und ich glaube, das war so die Summe von allem wahrscheinlich. Wie spannend war das eigentlich, bei Southwest das vorzustellen? Das war sehr spannend. Es war erstmal ein sehr großes Erschlagensein von der Masse an Menschen. Ich glaube, das waren 300.000 Besucher irgendwie dort vor Ort. Also. Aber hier sind ja auch relativ viele Leute. Genau. Jakob, würdest du das Tool von den beiden verwenden? Ja, ich habe das tatsächlich aktuell sogar überlegt, ob ich das nicht für ein Projekt nutzen kann. Das Tolle ist ja, dass es praktisch Open Source ist, also jeder, der es benutzen darf, kann es ja einfach verwenden, sogar ohne euch zu fragen, oder? Genau. Aber Jakob, wie bist du ursprünglich tatsächlich an deine Idee oder auf deine Idee gekommen, deine Reporterbox zu machen und Sensor Story zu machen? Erklär es selbst mal, denn jeder Versuch, den ich probieren würde, der würde kläglich scheitern. Also es war tatsächlich so eine typische Schnapsidee an einem bierseligen Abend mit Wissenschaftsjournalistenkollegen, wo wir zusammensaßen und eigentlich sehr genervt waren von dieser Ergebnisberichterstattung. Also dass man als Wissenschaftsjournalist immer berichtet, Forscher haben herausgefunden und dann ist eigentlich alles schon gelaufen. Und das ist total deprimierend,
Weil eigentlich ist das Spannende bei Wissenschaft ja nicht, dass am Ende ein Ergebnis steht, sondern das Spannende ist ja dieser Prozess, dieses Suchen, Forschen, Scheitern. Und da wollte ich eigentlich die Leser mitnehmen und habe an diesem bierseligen Abend dann tatsächlich die Idee entwickelt, dass man da eigentlich ein System bräuchte, was diese Daten, die in den Experimenten stattfinden, automatisch live ins Netz stellt. Und mich dann am nächsten Tag, als ich wieder nüchtern war, hingesetzt und tatsächlich so die Box gebaut mit einem Arduino und in der Frühstücksdose meiner Tochter das eingebaut und das fand, das funktionierte eigentlich ziemlich genial und dann wusste ich nicht, was mache ich damit und stieß dann auf so eine Ausschreibung des MIZ, dass man mit seinen verrückten Ideen doch vorbeikommen soll und ich glaube, 4 Wochen später saß ich beim MIZ mit einem Programmierer vor einem Computer und habe die erste Zeile Code geschrieben für das, was dann das Sensor-Story, dieses Storyboard war, das ein Redaktionssystem, das Sensordaten verarbeiten kann. Und Sensordaten vor allem zuerst mal aus dieser Box, die ich da gebaut habe, die dann nicht mehr in der Frühstücksbox meiner Tochter ist, sondern inzwischen diese Form hat, also ein professionelles Gehäuse, ein Display, eine Bedieneinheit, eine Antenne, die vernetzt ist, wo die Idee war, dass jeder Reporter, den Daten interessieren, diese Box nehmen kann, die da hinstellen kann, wo es ihn interessiert, einen Sensor anschließen kann und die Daten nutzen kann, um seine Geschichte zu erzählen. Egal, ob das Feinstaub ist oder vielleicht eine Geschichte aus dem Kuhstall. Du hast gesagt, dass bis 2020 ist durch das Internet of Things sind 50 Milliarden Geräte miteinander vernetzt. Und du hast gesagt, das sind 50 Milliarden Geschichten, die da erzählt werden können. Dennoch hast du dir mit dem WDR, nach dem MIZ ging es ja weiter, das Projekt Superkühe rausgesucht. Und zwar, die Kühe hießen Conny, Uschi und? Emma. Emma, genau. Und konnte man dann auch virtuell, wenn man zugeguckt hat, Futter in den Trog mitgeben? Oder erklär doch mal, was bei diesem spannenden Projekt bei rausgekommen ist. Genau, also wir haben am MIZ das entwickelt und hatten dann die Technologie und haben dann überlegt, welches Projekt kann man eigentlich machen, wo Daten da sind, wo man eine Geschichte erzählen kann Leuten, ohne zu viel erklären zu müssen, warum man jetzt diese Technologie einsetzt. Und da kamen wir eigentlich relativ schnell auf Milchkühe, weil es irgendwie ein ganz naheliegendes Thema ist, das jeden betrifft. Und andererseits die Kühe auch verdatet sind, was eigentlich kaum jemand weiß, dass eigentlich alle Kühe schon rundum vermessen und verdatet sind und jeder aber was drüber herausfinden will. Ob jetzt die Bio-Kuh anders lebt als die Kuh im Großbetrieb oder als eine Kuh auf dem Familienbetrieb, dass eigentlich niemand weiß, wie die Milch entsteht und das gerne wissen möchte. Und da waren wir relativ schnell bei den Kühen und es hat auch den WDR eigentlich sofort überzeugt. Also der Kontakt kam dann über das Medieninnovationszentrum tatsächlich, über ein Beiratsmitglied, das hat den Kontakt zum WDR hergestellt und gesagt, meldet euch da mal. Und dann saß ich da und habe erzählt, man müsste eigentlich Kühe vernetzen und das fanden die sofort überzeugend, die da saßen. Und schon waren wir in so einem Großprojekt, wo wir uns überlegen mussten, wie man Kühe verdatet. Ihr habt 3 Kühe in unterschiedliche Höfe, in unterschiedlichen Höfen begleitet. Eine Milchkuh aus dem Biohof, eine aus dem kommerziellen oder normal, aus der normalen Milchwirtschaft. Und es gab Videos, man konnte zugucken die ganze Zeit. Es gab Auswertungen, wie die Kühe sich bewegen, was sie essen etc. Und der Spiegel hat das groß begleitet und auch gleich als Thema genommen, sich mal die Milchwirtschaft generell irgendwie anzugucken. Was ist denn daraus weiter entstanden? Also wie kann man denn, wie ging es weiter mit deiner Reporterbox? Erstmal war dieses Projekt da, dass wir diese Kühe mit Video und Tagebuch begleitet haben, aber die Kühe auch voll verdatet waren. Also die hatten tatsächlich Sensoren im Pansen, die uns über die Aktivität der Kühe berichtet haben, die berichtet haben, wie viel bewegen sich die Kühe, geht es den Kühen gut, wann steht eigentlich die Kalbung bevor. Dann hatten die Kühe, hatten wir das Herdenmanagementsystem, also wir konnten sagen, wie viel Milch geben die Kühe, wie ist die Qualität der Milch. Und das konnten die Leser alles 30 Tage lang verfolgen und sich so ein ganz neues Bild von der Milch machen und gucken, wie die Milch entsteht. Und daraus ist eigentlich entstanden diese Erkenntnis, dass die Leute das nicht nur gelesen haben, sondern ganz aktiv auf Facebook diskutiert haben und sich ausgetauscht haben. Also es war eine ganz wilde Facebook-Diskussion. Und die Erkenntnis, dass
man diesen Prozess für die Leser öffnet. Also dass man in nächsten Projekten viel stärker mitdenkt, dass man nicht nur den Lesern zeigt, welche Sensordaten da sind, sondern die auch einbezieht in die Entwicklung der Geschichte. Haben sich Leute gemeldet und gesagt, ey, was ist das für eine Box? Ist die vielleicht, ist die neutral? Zeichnet die das wirklich auf oder ist es vielleicht sogar gefälscht? Ich habe eine Freundin, die in der Agentur, die haben eine Challenge, die haben Laufband und treten gegeneinander an, wer am meisten Schritte hat. Jetzt hat die dieses Laufband genommen und an ihren Hund gehängt und sie gewinnt seitdem plötzlich immer. Ist deine Reporterbox frei von Manipulation? Na, die Reporterbox misst erstmal Daten und stellt die zur Verfügung. Und tatsächlich hat in dieser erhitzten Diskussion um Tierschützer und Leute, die vegan leben und dann den konventionellen Landwirten, die alle da auf Facebook aufeinander getroffen sind, das sehr geholfen, dass man sagen konnte, guckt mal, wir haben hier die Daten, die stellen wir euch zur Verfügung und darauf basiert unsere Berichterstattung. Die Berichterstattung selbst, die wir gemacht haben, hatte einen ganz besonderen Blickwinkel, weil die subjektiv aus der Sicht der Kuh ein Tagebuch erzählt hat. Also wir haben mit den Daten aus den Kühen eine Stimme verliehen. Das heißt, die war per se subjektiv gefärbt und hatte gar nicht den Anspruch, objektiv zu sein. Aber wir hatten praktisch diese beiden Ebenen. Wir hatten die objektiven Daten, die jeder sehen konnte, und die subjektive Stimme der Kuh. Und daraus konnte sich jeder ziemlich gut ein eigenes Bild machen. Ja, also eine ganz neue Erzähltechnik auch für Journalisten tatsächlich. Wie geht's jetzt weiter mit deiner Reporterbox? Na, tatsächlich ist die Reporterbox Open Source und Open Hardware, also jeder, der Sensorjournalismus machen will, kann die nehmen, nachbauen und auch nutzen, um Sensorjournalismus zu machen. Und tatsächlich bin ich mit mehreren Redaktionen im Gespräch, um Geschichten zu machen. Tiere eignen sich sehr, sehr gut, ob das jetzt Haustiere sind, das geheime Leben der Hauskatzen oder ob das Wildtiere sind. Genau, da sind mehrere Ideen schon im konkreter werden, aber es ist ja nicht so, dass die deutschen Redaktionen so sind, dass wer mit einer innovativen Idee kommt, dass sie sagen, wie das der WDR gemacht hat, das war, glaube ich, ein großer Glücksfall, dass sie sagen, wir machen jetzt diese Innovation, Hand drauf und wir machen das. Das braucht schon längere Überlegungs- und Abstimmungsprozesse und es sind dann natürlich auch bei so einem Format immer zuerst mal die Risiken, die man diskutiert, wenn denn was schief geht. Also wenn denn jetzt die Kuh tot umfällt, wie erklären wir es denn den Menschen? Und dann zu sagen, das ist halt Journalismus, dass man live dabei ist und eine echte Geschichte erzählt und keine gefakte Geschichte. Und dann gehört es halt auch dazu, dass man ehrlich erzählt, was schief geht. Das sind, glaube ich, so die Lernprozesse, die gerade anfangen. Und ich bin ganz überzeugt, dass ich noch viele Sensor-Stories machen werde. Deswegen habe ich sie erfunden, damit ich ein Tool habe, mit dem ich Geschichten auf eine neue Art erzählen kann. Eure beiden Projekte sind Open Source. Das heißt, ihr habt sie gestartet mit dem MIZ zusammen und habt sie dann wirklich auf den Markt auch gebracht. Wie war denn dieser Switch von eigentlich einem behüteten Umfeld? Ihr könnt erstmal experimentieren und habt ein bisschen Geld zur Verfügung zu, okay, wir müssen uns jetzt auf dem Markt damit platzieren. Ist der Markt überhaupt dafür da, dass wir schon so alternative Stories und auch vor allem so innovative und mutige neue Tools irgendwie benutzen? Wie war die Platzierung, sozusagen der Sprung aus dem gesicherten Raum? Also ich würde sagen, sehr fließend in unserem Fall jetzt. Also das war ja sowieso ein ganz konkreter Anwendungsfall jetzt für uns ja auch notwendigerweise. Deswegen kamen wir ja auf die Idee, das überhaupt zu entwickeln. Deswegen war das auch während der Entwicklung schon permanent irgendwie in der Testphase auch bei uns, auch mit anderen Projekten dann eben und damit dann auch eigentlich ja schon im Markt. Das heißt, es war auch während der Testphase im Endeffekt auch schon immer Open Source verfügbar, der Code immer einsehbar. Insofern war das wirklich ein nahtloser Übergang. So. Und es war auch nie die Debatte, ob es Open Source ist oder nicht. Das war von Anfang an klar. Das war von Anfang an klar, genau. Ja. Weil wir da auch wirklich einen großen Mehrwert sehen. Also was jetzt so, jetzt wenn man das Ganze weiterdenkt, was Madam ja leisten kann, dann gibt es da super viele andere Anwendungsfelder, wo man dann vielleicht auch in eine Richtung denken könnte, dass man, wenn man ein Plugin hätte für WordPress zum Beispiel, das Leben für sehr viele Blogger halt irgendwie zum Beispiel auch vereinfachen könnte, weil genau dort eben auch so ein integratives Essen
Asset-Management-Tool sehr hilfreich sein kann, wenn man gerade mit vielen Mediendaten irgendwie hantieren muss. Also da ist dann die Verwaltung, kann dann sehr umständlich sein und sehr nervaufreibend, und eigentlich ist es genau darauf ausgerichtet, dass es in so einem breiten Umfeld eben genutzt werden kann. Genau. Rebecca, wie siehst du das, wenn es nach dem MIZ sozusagen weitergeht mit den Projekten, was kann man machen, damit das A, sich weiter finanziert auf jeden Fall, und B, damit es auch aus eurem Netzwerk sozusagen Chancen hat, weiterzugehen? Was macht ihr da? Also der eine Vorteil ist ja natürlich, wir sitzen einerseits physisch gut vernetzt, wir sind quasi der RBB zum Beispiel ist quer über den Hof. Wir haben auch sonst sowohl im Beirat als auch in unserem Netzwerk Kontakte, und wir sehen das als absolut zentral, Partnerschaften zur Branche aufzubauen. Es gibt einerseits die Idee der Partnerschaften im Rahmen eines Förderprojekts, aber auch tatsächlich darüber hinaus, dass wir versuchen, die mit dem Markt zu verbinden. Wir suchen ja nicht Innovationen um der Innovation willen, sondern tatsächlich, weil wir uns erhoffen, dass wir wirklich damit auch den Markt und die Branche voranbringen können und auch helfen können. Also daher sind wir immer auf der Suche nach Partnerschaften, immer offen für Partnerschaften mit der Branche, und das muss nicht nur der RBB sein, das können Lokalzeitungen sein, das kann wirklich alles sein, was auf dem Markt irgendwie offen ist für innovative Ideen. Und die miteinander zu vernetzen und das marktauglich zu machen, das sehen wir definitiv als eine unserer Kernkompetenzen an. Sehr schön. Wir kommen leider schon zum Abschluss tatsächlich. Wir müssen mal ins Publikum fragen. Wir wussten übrigens auch schon vorher, dass wir gegen Ranga Yogeshwar konkurrieren auf dem Panel. Aber wir dachten, die hier sind, die sind auf jeden Fall interessiert und haben vielleicht auch noch die ein oder andere Frage. Besteht noch Redebedarf mit den Erfindern, mit den Querdenkern und vielleicht auch mit dem MIZ? Gibt es eine Frage aus dem Panel? Ja, gerne hier vorne. Daniel holt die beiden dran. Hallo, mein Name ist Alexander Felsenberg. Erstmal sehr spannend, was ihr entwickelt habt. Wirklich, dieses Dossier-Tool. Für mich, ich gucke mich um nach Innovationen oder nach Technologien in dem Bereich. Mich würde doch mal auch interessieren, was euch besonders auch gefallen hat, also aus eurem Überblick und jetzt auch natürlich von Rebecca Ahlen, auch vielleicht, was sie so gesehen hat, wo sie sagt, Mensch, da ist etwas, das gibt neue Erzählformen, das gibt eine Vereinfachung für die Arbeit, die journalistische. Vielleicht so euren Überblick so, oder Einblick oder so, wow, das habe ich jetzt gerade entdeckt, das macht es leichter. Ich kann dazu auch noch was sagen. Aber eigentlich eine wunderschöne Abschlussfrage auch für alle tatsächlich. Als hätten wir es geplant. Naja, also am MIZ passiert ja extrem viel Innovatives. Das heißt, man sieht irgendwie jeden Tag irgendwas, was neu ist, wo Leute Ideen haben, die versuchen, sie umzusetzen. Das ist also ein sehr inspirierendes Umfeld. Deswegen ist es schon mal grundsätzlich toll, da zu sein und Teil des MIZ zu sein, um auch weiterzudenken. Weil meistens ist es ja nicht so, ich habe eine Idee und ich werde die genauso umsetzen, sondern das Ganze entwickelt sich ein bisschen. Und je mehr man darüber redet, desto mehr Gedanken fließen da auch ein. Andere Leute haben andere Ideen, haben vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht. Und deswegen fanden wir das immer super. Jakob, Julia, vielleicht Also was ich persönlich super fand, war Sensor Story, weil das fand ich so extrem naheliegend, und warum macht das keiner? Bis ich von der Idee gehört habe und dass der Jakob das macht, das fand ich fantastisch. Das ist doch eine gute Synergie. Jakob nutzt euer Tool demnächst und ihr nutzt einfach seins. Wir schließen einfach Sensoren an und machen automatisch generierte Kontextkarten. Ja. Jakob, Julia, vielleicht noch kurz auch euer Abschluss. So, was war so der wichtigste und schönste Moment für euch, auch bei eurem eigenen Projekt? Bei unserem eigenen Projekt oder jetzt in dieser Förderzeit? In dieser Förderzeit, na klar. Also im Endeffekt war für uns überhaupt das großartig, dass wir dort sein konnten. Wir haben auch versucht, wir wohnen ja in München, das war ja deswegen, wir waren auch wirklich jeden Monat einmal da, und wir haben das einfach als eine unglaubliche Bereicherung erlebt, dass wir halt einfach dort diesen Austausch hatten, ein wahnsinnig
tolles Team auch am MEZ haben, die uns eigentlich immer irgendwie zur Verfügung standen, uns auch immer geholfen haben, entsprechende Mentoren zu finden, die genau in dem Moment zu uns passen. Also da hatten wir zum Beispiel auch tolles Coaching, was so Marketing und auch nochmal Strategie anging zum Beispiel. Das hat uns wirklich viel gebracht. Also das, glaube ich, ist gar nicht so runterzubrechen jetzt auf ein Erlebnis oder so, sondern es war für uns einfach sehr bereichernd und für uns war es dann eher schade, als es vorbei war. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir nicht mehr nach Potsdam. Es scheint ja noch weiter zu gehen. Sitzt ja, genau. Jakob, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir schließen. Ja, also bei mir ganz eindeutig so die erste Zeile Code, also diese Erkenntnis, dass man sich nicht ein Projekt ausdenkt und dann zum Programmierer geht und sagt, setz mal um, sondern dass man eine Idee einem Programmierer erzählt und sich dann zusammen vor den Computer setzt und anfängt, dieses Projekt zu entwickeln, gemeinsam, Schritt für Schritt. Und tatsächlich diese erste Zeile Code, die wir da in dieser Nacht geschrieben haben, aus der dann dieses ganze Content-Management-System entstanden ist, das dann fehlerfrei die 30 Tage Superkühe überstanden hat, was uns alle am meisten erstaunt hat. Aber das hat eigentlich diese Stärke dieses Prozesses gezeigt, die ich jetzt auch für alle anderen Projekte genauso einsetze. Also nur abschließend kann ich noch sagen, wenn es um die Frage geht von vorhin, wer interessiert ist, wir haben morgen um 16.15 Uhr nochmal Präsentation von drei weiteren ganz tollen Projekten. Ich möchte auch gar nicht entscheiden, welches Projekt ich besonders spannend finde. Gerade momentan, ich finde Themen wie Blockchain-Journalismus, wie man das Thema Blockchain für Journalisten nutzen kann, ganz spannend. Ich finde Internet of Things sehr spannend, also wie kann man physisch was machen. Und ich finde auch tatsächlich, es gibt wirklich spannende Tools, die man morgen hier auf dieser Bühne um 16.15 Uhr sich angucken kann. Absolut. Wir haben drei aktuelle Förderungen gezeigt, beziehungsweise gerade beendet. Und wir haben gerade eine neue Förderrunde gehabt, also kommen nochmal tolle Projekte. Sehr, sehr gute Werbung auch für morgen. Perfekt, die MEZ Tooltime morgen hier. Media digital genial, Erfindung für den modernen Journalismus, das war's. Vielen Dank, dass ihr so coole Erfinder seid und auch vielen Dank ans MEZ, eine Einrichtung der MABB, dass die solche Projekte fördern. Das ist ganz, ganz wichtig, damit Innovation im Journalismus überhaupt auch entstehen kann. Herzlichen Applaus für Rebecca Ahlen, Jakob Vicari, Julia Köberlein und Bernhard Stolz. Vielen Dank. Und wir müssen jetzt schnell weitermachen, Daniel.